Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bioshock. Im letzten Part hatten wir, war es schon letzten oder war es vorletzter Part? Haben wir jedenfalls angefangen, uns von der Gedankenkontrolle mit Versuch 192 zu lösen. Jetzt haben wir ein paar Nebenwirkungen, nämlich unsere Plasmide wechseln die ganze Zeit fröhlich durch. Wir sind gerade auf der Suche nach einer zweiten Dosis, da uns das... Oh, hier war ich, glaube ich, überall schon, ne? Da uns das stabilisieren soll. Oh, da war ich noch nicht. Hier drin ist sonst nichts mehr. Okay. Ja, das sollte uns stabilisieren und dann... Ja, befolgen wir alle seine Gebote. Artemis... Ah ja. Und das nächste haben wir da. Bandage. Ich sehe auch gerade, ich habe gar nicht so viel Leben momentan. Der ist ins Wasser gesprungen, der Bastard. Meine Fresse, die sollen hier rüberkommen. Ich habe keinen Bock jetzt auf diese blöde... Ja, komm. Och, stirb doch einfach. Ja, toll. Total unnötig jetzt gerade, das Plasmid. Sehr schön. Juhu. Oh, wie ich das liebe. Wo ist die jetzt? Na toll. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich habe eine Idee. So. Lass nach. Was kriegen wir? Insektenschwarm. Oh doch. Was bist du? Insektenschwarm könnte man ja echt mal mitnehmen. Boah! Oh, funktioniert das nicht? Ah, warum habe ich jetzt Telekinese? Okay, Telekinese kann ich eindeutig nicht mit. Waren das jetzt alle? Die habe ich eben durch die Gegend. Boah. War noch nicht alles. So, jetzt haben wir Cycler Trap. Nett. Weiter geht's erstmal hier hacken. Jetzt haben wir. Boah. Auto-Hacken. Ich hoffe, ja. Danke Gott. Wenn es dich gibt, dann bist du jetzt mein neuer Freund. Oh. Und Zigaretten, na, das war vielleicht nicht das Klügste, aber gut, ich habe noch Kugeln gefunden. Kiste mit Granaten, wo nicht mehr Granaten drin sind. Meine Güte, wenigstens Granaten könnten hier rein tun. Hier können wir telefonieren. Hier kommen wir nach oben. Und wir sollen nach oben, also gehe ich hier in den Raum. Ja, ich weiß, das ist so eine Logik. Aber da scheint nichts drin zu sein, oder? Ah, hier ist eine Jugendwindstation. Müssen jetzt Parent hacken, ja super.
Hallo? Hallo? Puh! Hast du gerade das richtige Teil gefunden? Fertig! Ja! Ich habe aber nichts, um hier irgendwas herzustellen. Uns fehlen Gummischläuche, Schrauben, Messingrohre, Alkohol. Alkohol liegt ja da überall rum. Gut, der ist vielleicht kein reiner, aber kann man den nicht auch einfach nehmen? Ich kann keinen Napalm mehr tragen. Hm. Hier ist Alkohol. Alkohol, Alkohol. Ja, Alkohol. Ne Moment, hier komme ich nicht hin. Schade. Ah doch, von hier. Lieber auf, für mich jetzt dazu zu erschrecken. So, hier ein Kühlschrank mit Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen. Na, lecker. Jetzt kann ich wieder an der U-Event was herstellen. Aber ich muss jetzt. Das war die Toilette. Ja gut, haben wir doch gespült, nachdem wir da alles hochgejagt haben. Der Granaten. Was? Augen? Bitte, was ist das für so Ding? Habe ich noch nie gesehen. Eine Augenwäsche? Also wenn einer so ein Ding kennt. Emergency Eye Wash and Shower. Ist das für wegen... Wow, wow. Wow, ach, das ist wieder hier mein Ziel-Dummy, der mich wieder wie zu Tode erschreckt. Mein. Ach, ja, jetzt können wir aber so langsam hier wieder raus, ne? Gehen wir mal weiter. Gucken, was uns noch so erwartet hier. Rauf die Treppe. Mit dem Ziel-Dummy in der Hand. Oder? Ne, einfach nicht in der Hand. Zimmer zu vermieten. Room for rent. Und rein. Dr. Schrons Free Klinik. Ja, da muss ich rein. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob hier noch irgendwo was anderes Schönes ist. Ich höre nämlich immer noch Leute reden. So, das Ding kann ich mich jetzt hacken, weil ich endlich mal wieder Elektrobolt habe. So wie es sich gehört. Toll, ich krieg hier auch nur diese Dinger. Ja. So, eins gerade ist noch für oben. So, und fertig. Bist du das? Weiß ich nicht, ob ich das bin. Ich weiß ja nicht, wie du meinst, das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich noch so ein Geschütz hacken musste, wollte. Na, er wollte, aber gut. Komm raus! Habe ich den jetzt? Kann das Ding mal aufhören, mich zu beschießen? Bitte? Cool, kugelsicheres Glas haben die hier. So, dann gehe ich mir mal rein. Ich nehme die Tür. Ja, Atlas beobachtet mich, ist klar. Schlachten ist jetzt da gerade gegenseitig ab. Das fände ich ja jetzt echt schon lustig. Ist er tot? Der scheint tot zu sein. Das funktioniert. Das ist ja gerade echt atemberaubend. Okay, hier liegt ein toter
praktisch. Da liegt der Typ mit dem MG. Wollte ich die nicht mal alle fotografieren? Na toll, ich krieg wieder nur Scheiße hier ab. Komm her, du! Angstschisser Penner, ey. Das ist die Muttermilch. Gib dir gleich Muttermilch. Was zum... Der Penner sich da einfach geheilt. Tür, geh auf! Meine Fresse, ey, hat er sich da jetzt die ganze Zeit geheilt. Jetzt kriegt der von mir aber schöne Ladung Schrot ins Gesicht. Mann, ey. Ich glaube, den fotografiere ich jetzt doch mal. Einfach, weil ich es kann. Das Objekt ist tot. Ja, das ist mir jetzt gerade echt egal. Ich fotografiere die jetzt alle mal. Da man dadurch doch etwas besser wird, beziehungsweise man etwas mehr Schaden an denen macht. Hatte ich hier nicht noch irgendwo einen? Genau, vor der Tür hatte ich noch einen, ne? Jo. Ah! War das jetzt doch Bonus mehrere? Oh. Den habe ich noch gar nicht gesucht. Ja. Und für den gibt es auch noch einen Bonus. Ja, jetzt habe ich gegen die Zaggisch. Oh, geil! In heutigen Gefahrenzeiten kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denken Sie daran, dass Sie es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen müssen. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als Ihr Nachbar zu sein. Sportboots bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Pff, in Genbank lagern. Rohrzange benutze ich ja nie. Aber gut zu wissen, dass man da auch... hier Tunikums und so bekommt. Das ist echt cool. Aber ich gehe jetzt erstmal hier oben weiter. Forschen. Weil vielleicht gibt es hier noch anderes cooles Material. Außer Filme, die ich gerade fotografiert habe und keine mehr aufnehmen kann. Cool. Ja, noch mehr Film. Im Müller ist wieder nix. Hier hat der Safe. Gucken wir mal, was wir in dem Safe haben. Ah, ist das schön. Warum habe ich... nein, fuck. Boah. Manchmal denke ich mir... Alter. Ich bin zu alt für die Scheiße. Und an anderen Tagen denke ich mir, das ist doch alles Humbug, oder? Das ist doch nicht... Ja, wuhu, Sicherheitsbot. Warum? Hallo? Da sind wieder nicht die richtigen Teile. Hier ist das. Scheiße, das war jetzt einmal Verbandskasten zu viel. Hallo? Ja, da könnt mich mal. Das Ding hack ich nicht mehr. Meine Fresse, ey. Ey, das ist doch... Ich will den Scheiß safe haben. Gib mir einen verfickten Auto-Hacker. Mann, jetzt muss ich meinen teuren Ionenschrot hier wieder verballern. Mann, das ist doch... Ich habe hier keine Ahnung, was zu suchen. Mann, was soll die Scheiße? Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Weil ich keinen scheiß Auto-Hacker mehr habe und die Teile da einfach nicht...
bekommen, die man braucht. So. Jetzt habe ich wieder Ruhe. Nur fast keine. Naja, nur fast keine Medipacks mehr. Ah, da haben wir schon das richtige Teil, das ist schön. Aber jetzt finden wir wahrscheinlich nicht mehr genug von den restlichen Teilen. Na? Eine gerade noch. Kommt, Leute. Eine verfickte gerade. Ah, da habe ich, die habe ich schon die ganze Zeit. Mann, ey. Der Safe war jetzt Stress. Weh, da ist kein Gold drin. Naja. Cool. Man kann also damit auch Maschinen hacken, das liegen mir voll. Jetzt folgen wir nicht mehr und der schießt drauf. So, damit haben wir hier jetzt erstmal alles erkundet, weil da kommen wir nicht mehr hoch. Und wir stehen dann jetzt vor Suchungs. Ich hack das Ding nicht, weil damit haben wir nur schlechte Erfahrungen. Ich nehme lieber Medipack. Gesünder und so. Na toll, hier hätten wir auch den Sicherheitsnotschalter benutzen können. So, hier ist die Klinik. Da gehen wir im nächsten Part rein. Tschö mit Ö. Ciao mit V.